Deshalb bitte ich, einen Blick hier reinzuwerfen. Das ist der älteste greifbare Ordo für die Begräbnisliturgie, um mal zu schauen, was es da für Punkte gibt und gab. Ein Märchen aus alten Zeiten kommt uns wahrscheinlich in den Sinn, wenn wir das anschauen, obwohl ja auch Leute noch unter uns sitzen möglicherweise, die es ähnlich erlebt haben. Also so alt ist die Zeit dann wieder nicht. Ja? Wir sehen nur, mit welch rasanter Geschwindigkeit das abbricht. Und das ist noch kein Ende, diese Erosion ist noch nicht zu Ende. Also dieser Ordo Romanus aus dem 8. Jahrhundert, der die Abfolge einer Sterbeliturgie festhält. Ordo qualita agatho in obsequium defunctorum, die Ordnung, wie man es halten soll beim Geleit der Toten. Da stirbt jemand, also wird der Priester gerufen. Manchmal spüre ich heute noch, das gibt es natürlich heute, sieht man das überhaupt nicht mehr, die Hand meiner Mutter, wenn ich so als Pimpf, wir gingen ins Dorf und plötzlich, das war wirklich eine Epiphanie. Plötzlich kommt aus der Mühlenstraße, wo das Pfarrhaus war, die Erscheinung des Pastors, Chorkleidung natürlich, mit Stola, Birett und der Bosa umgehängt, ein Ministrant mit der Laterne und mit der Klingel, ja. Und der Pastor geht zur Wegzehrung durch das Dorf, zu Fuß. Vielleicht sind wir mit dem Auto gefahren, aber noch zu Fuß, wenn das nicht zu weit weg war. Ja? Und die Hand meiner Mutter, die natürlich, ich war nur fasziniert, ja, von diesem Anblick, der Pastor plötzlich so feierlich auf der Straße, ja, die einfach nur noch auf den Boden zwingt. Ja? Da kniet man sich mitten auf die Straße, weil das Allerheiligste gebracht wird. Ja? Das muss man ja heute manchmal schon gläubigen Christenmenschen noch irgendwie, selbst wenn man im Sakrament innerhalb der Kirche unterwegs ist, dann muss man, ich kann noch eine Blumenvase rechts und links rüber tragen, das ist ganz egal, da dreht sich keiner um, da gibt es keine Reverenz, nichts. Das ist verloren gegangen. Gucken Sie mal an bei der Fronleichnamsprozession. Das hat vielleicht noch eine folkloristische Wirkung, aber dass jemand sich hinten auf die Straße, könnte mein Hosenanzug schmutzig werden. Gott, wie schrecklich. Armen Knie. Das ist weg. Wir haben keine Empfindung mehr dafür. Also da wird das Viaticum gebracht beim Nahen des Todes. Haben wir heute schon von gesprochen. Ja? Dann wird die Passion gelesen, bis der Tod eintritt. Nach Eintritt des Todes, und dieses Gebet ist im Gotteslob noch, ja, kommt zu Hilfe, ihr Heiligen Gottes, eilt ihm entgegen, die Engel des Herrn nimmt seine Seele auf, ist aber jetzt irgendwie gewandert in den Begräbnisritus. Aber ich meine, wenn jemand 3 Tage im Kühlhaus lag, dann ist es auch ein bisschen komisch, das zu sprechen. Das ist ein wunderbares Gebet, ich mag das sehr. Ja. Es ist besser, man spricht es dann, als wenn man es gar nicht spricht, aber das gehört unmittelbar zum, ist eines der Sterbegebete. Dann Status Viatoris, ja, der Psalm, den wir sonntags in der Vesper haben, als Israel aus Ägypten auszog. Wir beten das in der Ostervesper immer wieder. Ja. Die Gläubigen, die in der Taufe durch das Rote Meer in das Land der Verheißung die Kirche gezogen sind. Ja. Jetzt ist der letzte Schritt in in die Gemeinschaft der Kirche. Das ist nicht ein Schritt außerhalb der Kirche, sondern tiefer in die Kirche hinein. Dann, das kennen wir, Chorus Angelorum, Te Suscipiat, also der Chor der Engel, möge dich empfangen. Wir kommen auf dieses Gebet noch. Ja, Gott, dem alles lebt. Dann wird der Leichnam gewaschen, angekleidet, aufgebahrt, immer mit Psalmgebet und Antiphonen. Dann erfolgt die Prozession vom Haus zur Kirche. Lex orandi, lex credendi. Du befahlst, dass ich geboren wurde, Herr. Du hast verheißen, dass ich auferstehen werde. Auf deinem Befehl hin mögen die Heiligen kommen. Verlass mich nicht, denn du bist treu. Das ist sehr genau in der Schwebe gehalten. Ja, da ist nicht nach dem Motto, das Grab ist leer, der Held erwacht oder so etwas, ja, sondern die Bitte, das wird uns noch öfter begegnen in diesen Gebeten und Gesängen, der Modus der Bitte wird ausgesprochen, dass die Heiligen zu Hilfe kommen. Und es ist eine Unsicherheit in dieser Zwischenphase, denn es ist eine Zwischenphase.
zwischen dem, dass ich hier meinen Weg beendet habe und dass ich bei der Verherrlichung im Himmel bin. Das ist eine Zwischenphase, das ist noch nichts. Ja? Und diese Unsicherheit drückt sich immer im Gebet aus, die es wir für den Toten tun, denn der kann es nicht mehr. Manchmal frage ich mich bei dieser anhaltenden Erosion, vielleicht werde ich ja noch 30 Jahre alt oder nur noch 20 oder so, wer macht das dann eigentlich? Wer macht das? Wenn ich viele Leute anschaue, die mit Selbstverständlichkeit noch den Rosenkranz beten oder auf den Friedhof gehen, wer geht in 40 Jahren noch auf den Friedhof? Oder wer sagt, dass eine Messe gefeiert wird für einen Toten? Wer macht das für uns eigentlich, wenn wir tot sind? Fragen Sie mal, die eigenen Kinder oder sowas, ob die das noch im Blick haben. Also selbst gut katholische junge Leute, die Messdiener sind oder sowas, ja, die das eigentlich erleben, aber dass die selber den Sprung dahin haben zu sagen, ja, das müsste ich eigentlich machen. Also mir geht es aber jetzt nicht um die Messintentionen, ja, die dann wegfallen, sondern um das, was geschieht, was das Leben der Kirche ist. Wer macht das für uns? Ich bin froh, dass wir ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit jetzt bald haben, weil wir werden darauf angewiesen sein. Ja. In der Kirche, das ist sozusagen schon die, da kommt ein Gebetsgottesdienst, ja, heißt es hier, also das ist der älteste Ordo, ja, und dann nochmal die Prozession zum Grab. Der Christ empfängt die Eucharistie an der Schwelle des Todes. Etwas sehr Zentrales. Es gab natürlich dann auch Christentum entwickelt sich nicht im kulturfreien Raum. Man hat zum Beispiel aus der Antike dann einen Brauch übernommen, dass man dem Toten eine Münze auf die Zunge gelegt hat, ja, damit er sozusagen beim Wächter zum Hades, dass er dann nicht herumirren muss, sondern dass er Einlass findet, dann kann er den bestechen. Kann die Münze geben. Ähnliches hat man mit der Eucharistie verstanden, bis dahin, dass man den Toten die Eucharistie auf die Brust gelegt hat. Das hat die Kirche dann verboten. Ja? Genauso wie man Totenmäler gehalten hat, woraus sich dann auch die Eucharistie entwickelt an den, daher ist nur die Stelle markiert worden, dass wir heute noch wissen, wo das Petrusgrab war. Weil es der alte römische Brauch war, dass man an den Stellen, wo die bestattet waren, Totenmäler gehalten hat. Daraus ist die Eucharistiefeier an den Märtyrergräbern geworden. Und diese Märtyrerliturgie hat ganz entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Totenliturgie gehabt. Also, dass wir nur einmal so eine Abfolge haben, und was ist davon heute übrig? Von diesem alten Ordo eigentlich fast nichts, außer am Grab. Gucken wir mal, jetzt kriegen Sie noch ein Blatt. Die Totenmesse mit diesen Teilen, ich habe jetzt nicht alle Teile drin, die ist zusammengestellt worden bei der tridentinischen Reform. Vorher gab es ganz unterschiedliche Traditionen, obwohl die Teile selber sehr viel älter sind. Also das In Paradisum oder der Chorus Angelorum haben wir gerade gesehen, hier im ältesten Ordo ist ja, das ist dann leicht 700 Jahre vor dem Tridentinum schon schriftlich festgehalten. Also das heißt, das ist in der Regel noch älter, ja, noch viel älter. Also so kann man auch nicht immer sagen, das Konzil von Trient hat dann solche Texte erfunden. Ja. Erfunden, ich weiß nicht, ob man das, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, aber ich glaube, erfundene Texte gibt es wirklich erst seit den 70er Jahren oder seit Ende der 60er, dass man Sachen wirklich erfunden hat. Ja. In der Regel liegt das vor und speist sich aus unterschiedlichen Quellen, hat so einen Durchlauf, bevor das dann schriftlich seinen Niederschlag in den liturgischen Büchern findet. Und das gilt für alle Teile, wobei wir beim Dies Irae am ersten die Herkunft wissen und die Entstehungszeit und so. Da kommen wir gleich nochmal zu. Dieses, was er der ganzen Totenmesse den Namen gegeben hat, ja, Requiem, ist der Introitus. Es ist auch der Traktus, der gleiche Text ist der Traktus der Totenmesse, also anstelle des, den ist aber nur noch, das ist auch sowas, da fährt die Kirche, die Liturgie grauenvoll zweigleisig und nimmt sich selber nicht ernst.
weil sie auf der einen Seite ein Messbuch rausgibt mit Texten, die nicht übereinstimmen mit dem, was das offizielle Gesangbuch der Kirche ist, das Graduale Romanum, wo es einen Antwortpsalm nicht gibt, sondern wo es immer noch ein Graduale gibt, ein Alleluja oder in diesem Fall, wenn keine Alleluja ist, ein Traktus, Graduale und ein Traktus. Und das stimmt überhaupt nicht überein. Die Texte sind nicht übereinstimmend. Ganz merkwürdig. Und beide sind gültig. Beide sind von der gleichen liturgischen offiziellen Stelle in Rom in Kraft gesetzt. Also was jetzt? Der Text ist uns ja bekannt, das ist nichts Besonderes. Der Text hat auch Eingang ins Gotteslob gefunden, allerdings nicht ganz. Da wundert man sich dann doch wieder sehr. Also der Psalmvers, dir gebührt Lob, Herr, auf dem Zion, dir erfüllt man Gelübde in Jerusalem, das ist drin. Aber der eigentliche Anlass, weshalb dieser Psalm ausgerechnet hier steht, das hat man weggestrichen im Gotteslob jetzt, das ist neu, hat man verkürzt, denn erhöre mein Gebet, zu dir kommt alles Fleisch, der Ate omnis caro veniet, das ist doch der Sinn überhaupt, weshalb das in diesem Introitus-Psalm zitiert wird. Weil die Situation ist, alles Fleisch muss vor den Schöpfer, weil es von ihm auch kommt. Das haben wir weggelassen. Also wir erfüllen nur die Gelübde in Jerusalem und wir loben den Herrn auf dem Zion, aber sonst machen wir nichts. Ja, also das, sowas kann ich nicht verstehen. Also erstens, die Chuzpe zu haben, einfach einen liturgischen Text zu kastrieren. Ohne Begründung, ohne alles. Einfach so ein Gotteslob drin. Ja? Platz genug wäre, da sind ja überall auch dieses japanische Essbesteck ist ja da irgendwie auch abgebildet dazwischen drin. Ja? Und dann hätten wir vielleicht auch eins weniger da hernehmen können. Ist egal, ich will mich jetzt nicht zur modernen Kunst äußern oder dem Bischof Hoffmann zu nahe treten, der das verantwortet. Aber für diesen Vers war kein Platz mehr, obwohl er der eigentliche Anlass ist, weshalb dieser Vers da eigentlich da stehen muss. So hängt das total in der Luft, da kann man auch was anderes singen. Alle Vögel sind schon da, kann man da einfügen als Vers. Das geht auch. Passt genauso gut wie der Vers, der jetzt da steht. Von dieser Polemik mal abgesehen, was kommt in diesem Vers zum Ausdruck? Ich glaube, dass es eine sehr alte Korrespondenz gibt, eine Abhängigkeit zu einem anderen Text, den wir jeden Tag beten. Ich hab das mal in der Predigt, glaube ich, auch gesagt. Nämlich in dieser merkwürdigen Gerichtsansage, die wir jeden Morgen hören im Invitatorium im Psalm 95. Dieser Psalm hat ja zwei Teile. Das eine ist der Aufruf zum Gotteslob, auf, lasst uns jubeln dem Herrn. Ja, das ist ein Lobpreis des Schöpfers. Das wird ja von Meer, Land, Gebirge, die Höhen und die Tiefen, alles gehört ihm, ja. Und zu seinem Lob sind wir jetzt versammelt. Ja? Und dann kommt aber eine Gottesrede darin. Ja? Nämlich, heute hörtet ihr doch auf seine Stimme, verhärtet euer Herz nicht. Also eine Anspielung auf eine ganz bestimmte biblische Situation im Buch Numeri, als es diese Erhebung, diese Revolution in der Wüste gab, gegen Gottes Willen an Massa und Meriba, als sie anfingen rumzumotzen und sagen, wären wir doch nur in Ägypten verreckt, da hatten wir wenigstens was zu essen, ja, jetzt laufen wir hier wie die Idioten in der Wüste herum, ja, von wegen Land der Freiheit und nichts haben wir hier, ja, hat er zwei Bekloppte an die Spitze gestellt, Aaron und Moses, ja, und wir tapern hier rum und ist nichts. Wir haben noch nicht mal die schönen Knoblauchfische, die wir in Ägypten hatten, ja, der Preis der Freiheit. Diese Erhebung gegen Gott, ja, die wird doch jeden Morgen erinnert und sagt, hört auf seine Stimme und macht es nicht wie dieses Geschlecht, das in der Wüste herumgeht, und das ist ja die Strafe dann, 40 Jahre in der Wüste herumzugehen. Und ich habe geschworen, so ist der letzte Vers dieses Psalms, sie sollen nicht in das Land meiner Ruhe kommen. Das stimmt auf diese bestimmte historische Situation, ja, die ganze Generation, inklusive Mose, wird nicht das gelobte Land betreten. Der Mose als Privilegierter darf vom Berg Nebo aus rübergucken, aber er darf nicht den Jordan überschreiten. Auch er kriegt es nicht zu sehen. Er kriegt es zu sehen, aber er kann nicht reingehen. Ja? Aber alle anderen, die ganze Generatio, ja, mit dem irrenden Herzen, die sich gegen Gott erhob, darf nicht ins gelobte Land. Die müssen 40 Jahre in der Wüste und dann sterben sie dort. Hier wird eine Bitte ausgesprochen.
bei der Toten, am Beginn der Totenliturgie wird eine Bitte ausgesprochen. Und ich glaube, dass es eine tiefe geistliche Korrespondenz gibt zwischen dem, was die Kirche jeden Morgen betet und dem, was sie am Beginn der Totenliturgie singt und betet und bittet. Dass der, auch wenn er, wenn jemand gestorben ist, sicher ein Stück, ich weiß nicht, ob es ein Leben gibt ohne diese Erhebungen gegen Gott, ja, ohne diese kleinen und großen Revolutionen gegen Gott, ja, aber dass er jetzt in die Ruhe kommt, in das Land der Ruhe kommt, dass er jetzt da reinkommen darf. Wir haben heute Morgen gesehen, wir sind in Stato Viatoris, wir sind auf der Pilgerschaft, wir werden hier keine Ruhe finden, auch mit dem berühmten Augustinuswort, das wir kennen. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Hier wird die Kirche singt am Beginn der Totenliturgie, in der Regel, wenn der Leichnam anwesend ist, ja, gib ihm die ewige Ruhe, lass ihn jetzt in das Land der Ruhe kommen. Oder wenn wir mit diesem Selbstverständnis, Herr, gib den Seelen der Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Ja. Das sind zwei Bilder miteinander verbunden, aber die Ruhe ist ein ganz wichtiges Bild. Aber die Ruhe ist noch nicht die Vollendung, sondern das ist jetzt das Ausruhen. Denn die sind noch nicht auferstanden. Das wird bei Christi Wiederkunft geschehen, werden die auferstehen. Jetzt ruhen die Toten. Und sie sollen ruhen dürfen. Und dass sie das dürfen, darum bittet die Kirche am Anfang. Ja. Ich halte das für ein ganz wichtiges Stichwort. Ich glaube, die Brücke ist nicht so künstlich. Gerade weil dieses Wort so offen ist am Ende des Psalms immer im Invitatorium, jeden Morgen. Ja? Sie sollen nicht in das Land meiner Ruhe kommen. Denke ich, pff, jo, danke schön auch. Ja? Wie werde ich denn jetzt in den Tag entlassen? Ja, es ist mein Tag. Ich bin im Land der Unruhe. Sage nicht, du bist Bürger. Johannes Chrysostomus. Ja? Du bist Viator. Du bist Pilger. Und du bist unterwegs zur deiner Bürgerschaft, ja, wie Paulus im Philipperbrief sagt, unsere Heimat aber, unser Politeuma, also unsere Zugehörigkeit, unsere Bürgerschaft ist im Himmel, nicht hier. Und deshalb auch der Zwischenvers, ja, zu dir kommt alles Fleisch. Das ist der Weg, dem niemand entrinnt. Und das ist der Weg, und das ist, alles Fleisch wird vor Gott versammelt. Und zugleich ist, wenn man die Anspielung auf Psalm 95 ernst nimmt, also ich habe das nirgendwo gefunden, irgendwie, ich habe versucht, da etwas herauszukriegen, aber es gibt da so gut wie nichts zu, ist natürlich auch in dem Aufruf, heute hörtet ihr doch auf seine Stimme, auch nochmal eine Anspielung, wenn man so will, auf das Johannesevangelium. Ja? Und alle, die die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, werden auferstehen. Das heißt, dieser Weg jetzt, der Weg der Pilgerschaft, ist eine Einübung darin, durch das Evangelium und in der Gemeinschaft der Kirche die Stimme Christi kennenzulernen. Dass wir diese Stimme unterscheiden können, dass wir wissen, das ist die Stimme, auf die es ankommt. Denn das ist die Stimme, die wir am Ende, die uns aus der Ruhe herausreißt, in die Auferstehung hinein. Und alle, die die Stimme des Sohnes Gottes hören, werden leben, sagt Jesus im Johannesevangelium. Das ist eine sehr schlüssige und wie immer bei liturgischen Texten, wenn sie nicht vollkommen verkorkst sind, ja, hat das immer Ausstrahlungen, Beziehungspunkte, Anknüpfungspunkte in das, was die Kirche immer betet. Und deshalb kann ich nur aus dem, was ich jetzt nur angedeutet habe, auch nochmal eine Lanze brechen, auch für diesen Introitus, auch beim Requiem. Natürlich, ein Osterlied hat man dann irgendwie schnell gesungen, ja. Ich bin nicht sicher, ob das immer den Angehörigen oder wer auch immer Halleluja, Jesus lebt, ob das immer das Angemessene ist. Natürlich, es muss, das würde ich auf jeden Fall als Kriterium sagen, in irgendeiner Form muss natürlich die Osterbotschaft in einer Trauerliturgie verkündet werden. Das muss aber nicht immer unbedingt über die Lieder sein, das muss auch nicht unbedingt immer im Evangelium sein, schon gar nicht müssen es alle Texte sein, ja. Ich meine, in jedem Hochgebet ist das drin, was feiern wir denn in der Eucharistie? Tod und Auferstehung Jesu Christi. Wir merken ja, dass wir immer nur künstliche Osterakzente setzen müssen, weil wir das gar nicht mehr verstehen. Weil wir die Texte, die wir immer beten im Hochgebet,
gar nicht mehr als Gebet, als unser Gebet verstehen, sondern das ist ein Formular, das der Pastor da vorne runterliest oder so. Und deshalb müssen wir jetzt nochmal andere Texte suchen, die eigentlich das sagen, was wir sagen wollen. Das ist immer das Misstrauen dem Ritus gegenüber, weshalb wir dann was machen müssen. Also es entscheidet sich nicht alles über die Lieder, die man aussucht oder so, sondern dieses Vertrauen auch in das, was wir vorfinden, etwa in diesem Requiem. Und wenn man das einmal ein bisschen durchleuchtet oder die Aspekte sieht, ist das ein so hoffnungsloser Text eigentlich gar nicht, dass wir am Anfang einer Begräbnisliturgie eine solche Bitte aussprechen und diese Bitte singen als Kirche. Oder? Haben Sie Erfahrung? Gibt es noch irgendwo einen Ort, wo man das singt? Außer bei uns. Ne, gibt es konkrete Erfahrungen, wo das gesungen wird beim Begräbnis? Haben Sie ja, das Requiem. Ja? Ja? Ah. Von einem indischen Priester. Oh. Guck mal, die Syro-Malabaren, die bringen uns die lateinische Liturgie zurück. Ja. Ja. Bitte? Ja, das ist natürlich, da kommen wir gleich noch drauf hin. Das ist eher, ja. Aber das Requiem selber ist auch, obwohl es im Gotteslob stand und jetzt wieder steht, ist de facto weg. Auch das Requiem, wir finden das natürlich bei allen großen Vertonungen der Requien, das geht immer direkt auch wenn das auf der CD dann zwei Nummern sind, aber das ist eine Einheit immer mit dem Kyrie. Das ist ja auch die gleiche Tonart. Ja? Wenn wir an aller Seele das Requiem feiern, ich lasse das auch immer so, das ist übrigens für den Zelebranten wunderbar. Da hat man schon mal die erste Ansprache gespart. Aber nicht aus Ersparnisgründen, aber was sagt man am Beginn eines Requiems? Ich begrüße, liebe trauernde Angehörige, ich begrüße Sie, dass Sie hier sind. Wir wollen dieser Saumagen, der da immer kommt, von wem wird man jetzt gerecht eigentlich? Ja, das ist sehr schwierig. Deshalb, das ist der Beginn der alten klassischen römischen Messe. Das haben wir eigentlich offiziell nur noch in zwei Gottesdiensten, nämlich am Karfreitag, nur da ist kein Kyrie und kein Einzugsgesang, und man kann still rein, man wirft sich vor dem Altar nieder und dann kommt das Tagesgebet. So. Besser kann man einen Gottesdienst nicht anfangen. Das geht gar nicht besser. Das geht weder besser mit dem Kreuzzeichen noch mit ich begrüße Sie, dass Sie heute Abend... Also wenn ich mir das immer fürs Kloster vorstelle, wenn wir das Abendswerk, das abends mit unseren 15, manchmal 20 Männchen sind und ich muss Sie immer begrüßen, dass Sie auch jetzt heute Abend da sind, auch dass Sie durch den Regen gekommen sind oder sowas. Ich kann es nicht. Es tut mir leid. Ja? Ich will es auch nicht. Ich will es auch sonntags nicht. Ja? Jetzt kriege ich wieder ganz viele Klicks, wenn die sagen, das ist aber nicht schön von Ihnen, dass Sie das nicht machen. Sie sind kein freundlicher Priester. Das tut mir leid, bin ich das leider nicht. Aber das ist nicht Liturgie. Auch wenn in den offiziellen Texten steht, mit den brevissimis verbis soll der Priester in die Feier einführen, aber er soll in die Feier einführen. Der soll nicht eine Versammlung von Kaninchenzüchtervereinen eröffnen. Da kann man sagen, schön, dass ihr alle da seid, alle haben ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt und sonst irgendwie was. Ja? Das ist aber nicht die, das ist nicht die Aufgabe der Liturgie am Anfang. Und da merkt man auch schon, auch mit der Zuwendung, das ist alles nicht. Hier klassisch, da wird die Bitte am Beginn gesungen und daraus ergibt sich das Kyrie. Danach kommt Dominus Vobiscum und dann kommt die Oration. Aber dann muss ich natürlich in der Ansprache was zu sagen haben. Das sollte natürlich schon sein. Wenn ich natürlich mir am Anfang einen abstottere und dann bei der Ansprache den Lebenslauf lese, den mir die Verwandten in die Hand gegeben haben oder mir aus dem Internet was gezuckert habe, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass auch da ein Überdruss entsteht. Das geht natürlich dann nicht. Es ist das merkwürdige Missverhältnis, dass wir in der Liturgie genau an den Punkten, wo wir die Freiheit haben, etwas zu sagen, gestanztes Zeug machen, Floskeln, langweiligen aufgebrühten Kram, so Gemüsebrühe zum Aufgießen oder sowas, ja, wo die nach nichts schmeckt. Und da, wo wir Ritus haben sollen, plötzlich ganz kreativ werden und Textchen erfinden und stricken und häkeln. Ja, und zwei Dings und eins fallen lassen. So.
Der, ganz merkwürdig ist das, genau an den Stellen. Deshalb auch die Fürbitten. Das ist der Ort, nicht, da muss man nicht besonders kreativ sein, man braucht nur auf die Not der Welt zu sehen, gibt es mehr als genug. Das ist der Gegenstand des allgemeinen Gebetes, der Fürbitten. In jeder Sakristei, 1000 Fürbittbücher, ja, die weder von einem Anschlag in Bali, noch etwas von Paris, noch was von Beirut, noch von Flüchtlingsströmen, noch sonst was wissen. Ist egal, nehmen die Fürbittbücher. Und jetzt inzwischen haben die, die Konjunktur ist am Abflauen, gibt Internet. Die sind dann ein bisschen aktueller vielleicht. Ja. Aber auch das wird ja nicht der Not etwa auch einer konkreten Gemeinde gerecht, die auch eigentlich genug Not hat, wenn man sie nur rechts und links guckt. Oder? Das ist da auch dafür. Und da ist die Freiheit dafür. Hat die Liturgiereform ausdrücklich geschaffen, diese Freiheit. Das ist gestanztes Zeug. Und da, wo die Freiheit ja, wieder bestände, auch bei der Predigt. Fragezeichen. Aber bei dem Tagesgebet, das kann man nicht sprechen, wie das im Messbuch steht. Da versteht ja gar keiner mehr. Als ob dieses Gestrick von Predigt jeder verstehen würde, das man da abliefert. Ja? Das ist nicht zu fassen. Das ist ein ganz merkwürdiges Missverhältnis. Also da, wo unsere Kreativität und unsere Intelligenz und unsere Belesenheit, unser Studium gefordert ist, versagen wir zu 90% völlig. Und da, wo Ritus angesagt ist und wo der Ritus vorgeschrieben ist, in den Gebeten und im Ablauf des Ritus, da fangen wir plötzlich an, ganz kreativ zu sein. Ganz merkwürdig ist das. Und das ist der Tod der Liturgie. Das kann man ganz einfach sagen. Das ist ein Liturgieinfarkt, weil alle Gefäße von diesem ganzen Geschwätz verstopft sind und dann kollabiert ein System. Das ist gar keine Frage. Ja. Man kann da auch leider keine... Ich möchte immer die Bischöfe ermutigen, so für solche Stents zu sorgen, wie man das bei der Verengung der Herzkranzgefäße irgendwie machen kann, dass man da mal was durchjagt, dass da wieder irgendwie, aber ich habe da auch noch keine richtige Lösung dafür, wen man oder was man da durchjagen müsste. Ja? Kaffeepause, sonst rede ich mich hier in Rage. Das ist schlecht.